nebenbei läuft gerade Geschichte. So mache, kommen aus demselben Ding ungefähr 12 Volt im Leerlauf raus bei 20 Ampere. Das ist schon ein massiver Unterschied, was diese Spulen hier machen. Aber zurück zu der 1 Watt Challenge. So, jetzt haben wir hier, wie viel? 5 LEDs pro Stück, das sind hier schon mal 20 High-Power-LEDs und hier nochmal 5 mal 5, 25, ne? Sind wir bei 45. Gucken, was es sagt. Wir sind bei 15, 16, 17 Volt ungefähr. Ne? Schwinge, es schwingt, es schwingt, es schwingt. Aha. So, also die sind ordentlich da. Will nicht behaupten, dass sie voll da sind, aber ja. Und hier durch die Sekundärwicklung bedingt, die kleine, die blinken ein bisschen. Naja, nicht so ganz so schön gleichmäßig wie bei den Kollegen hier. Ja, das sind ja genauso 4 Stück in Reihe und dann 5 in Reihe. Also ist die Sekundärwicklung halt ein bisschen größer und sind ja auch nicht so viele LEDs. Ne? So, ich lasse das für den Tobi jetzt aber mal so, da kann ich das umbasteln, wie er will. Aber reproduzieren kann man es also auch. Ne? Und ihr seht, hier habe ich wieder ein bisschen andere Bauteile genommen, als das mal vorher.